Guten Tag, liebe Zuschauer. Was hat der erstmalige Einsatz einer Atombombe am 6. August 1945 in Hiroshima mit einer Prophezeiung Jesu zu tun? Die Antwort finden wir in den Worten Jesu in seiner Prophezeiung auf dem Ölberg. Viele, die diese Prophezeiung auf dem Ölberg lesen, finden diese Worte rätselhaft. Amen, ich sage euch, diese Generation wird nicht vergehen, bis das alles geschieht. Meinte Jesus damit die Generation seiner Jünger? Beachten Sie zunächst den zukünftigen Kontext seiner Worte. Jesus hatte gerade gesagt, ebenso auch, wenn ihr das alles seht, so wisst, dass er nahe vor der Tür ist. Haben seine Jünger zur Zeit ihrer Generation das alles gesehen? Sicherlich nicht. Sie gehörten nicht zu einer Generation, die die Fähigkeit hatte, die gesamte Menschheit zu zerstören. Jesus sagte über die letzte endzeitliche Generation, wenn diese Zeit der Not nicht abgekürzt würde, würde die gesamte Menschheit umkommen. Die Jünger Christi erlebten Kriege, Hungersnöte, Seuchen und Verfolgungen. Doch dies alles war nicht die vollständige Erfüllung der Worte Jesu, denn die Waffen der damaligen Generation reichten nicht aus, um Jesu Prophezeiung zu erfüllen. Was meinte Jesus also, als er von dieser Generation sprach? Er kann die Generation seiner Zeit nicht gemeint haben. Seine Jünger starben, ohne all die Ereignisse gesehen zu haben, die zu Jesu Rückkehr führen sollten. Die offensichtliche Bedeutung ist daher, dass Jesus die Generation der letzten Tage gemeint haben muss. Nur eine Generation wird Zeuge all der zunehmenden Probleme globalen Ausmaßes sein, die in Gottes Wort beschrieben sind. Diese Generation wird den Anfang des prophezeiten Zeitraums von 3,5 Jahren erleben, der das Ende dieser bösen gegenwärtigen Welt markieren und das Reich Gottes einleiten wird. Diese Ereignisse werden nicht von einer Generation auf die nächste übergehen. Wenn die prophezeiten Umstände erst einmal eintreten, werden sich damit alle verknüpften Prophezeiungen, einschließlich der Wiederkunft Jesu Christi, zu Lebzeiten einer Generation erfüllen. Mit dem Einsatz der Atombomben in Hiroshima und Nagasaki trat die Menschheit in ein neues Zeitalter ein. Das Zeitalter der Massenvernichtungswaffen. Nur wenige Jahre später gab es die Wasserstoffbombe mit einer viel größeren Zerstörungskraft als die einfache Atombombe. Hinzu kamen in den Jahren nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs biologische und chemische Waffen, deren Herstellung viel billiger ist als bei Kernwaffen, sodass sie die Atombombe des armen Manns genannt werden. Die Zerstörung Hiroshimas markierte den ersten Schritt einer Entwicklung, die dazu geführt hat, dass Jesu Prophezeiung auf dem Ölberg erfüllt werden kann. Das Auslöschen allen menschlichen Lebens ist heute möglich. Möchten Sie mehr über die Prophezeiungen der Bibel erfahren? Dann bestellen Sie unsere kostenlose Broschüre Biblische Prophezeiung – Ein Blick in Ihre Zukunft? Auf Anfrage senden wir sie Ihnen gern zu. Sind wir die Generation,
die Jesus in seiner Prophezeiung auf dem Ölberg meinte? Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.